Servus, grüßt euch. Es ist Mitte November und normalerweise um diese Jahreszeit fahre ich nicht zu meinen Bienen raus. Da habe ich nichts zu tun. Aber heute bei dem schönen Wetter wollte ich doch mal gucken, was hier los ist. Und es ist die Hölle los. An allen Fluglöchern wird geflogen. Wie im Frühjahr geht es hier ab. Es wird Pollen eingetragen. Und ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht. Die Königin wird nicht aus der Eilage gehen. Die wird weiter brüten. Und jetzt dauert es halt noch ein bisschen, bis die Völker letztendlich brutfrei sind und ich die Restentwilbung machen kann. Jetzt, da ich heute eh schon mal da bin, werde ich den Völkern eine Diagnosewindel verpassen, um den Bienensitz noch mal zu kontrollieren und die Milben noch mal auszuzählen. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich bei all meinen Zuschauern bedanken. Schön, dass ihr mich abonniert habt und weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Es wird geflogen, was das Zeug hält. An den Fluglöchern ist Aktion ohne Ende. Hier haben wir eine ganz fleißige Wächterbiene. Die passt auf, dass keine Fremden reinkommen. Aha, da hat sie eine erwischt. Gehörst du dazu? Die wird jetzt erstmal ganz gründlich gefilzt. Ja, hier kommt Pollen rein, blauer Pollen. Der tut sich schwer, einen Eingang zu finden bei dem Gedränge. Endlich eine Lücke gefunden. Und die Sammlerin hier, immer noch in Demutshaltung. Aber jetzt sieht es so aus, als ob sie rein darf. Hier sehen wir jetzt eine im Anflug, die hat Propolis dabei. Gelber Pollen, das ist Senf, der wird von der Landwirtschaft angebaut zur Bodenaufbesserung. Da, die hat schöne dicke Pollenhöschen dabei. Und hier der nochmal blauer Pollen, noch eine im Anflug mit blauen Pollen. Der blaue Pollen kommt von der Phacelia, ebenfalls so ein Kraut, das zur Bodenaufbesserung im Herbst gepflanzt wird. Honigt auch, gibt nicht nur Pollen ab, gibt noch ein bisschen Kleckertracht. Also die Völker sind mit Sicherheit noch in Brut, da gibt es Larven zu füttern. Blauer Pollen, gelber Pollen, alles was sie finden, schleppen sie rein. Hier wird am Flugloch noch gekämpft. Die Arbeiterin hat noch eine Räuberin gestellt. Und es sieht so aus, als ob die Räuberin gleich unterlegen ist. Aber da kommt noch ein zweiter Gegner dazu. Jetzt wird es schwer. Die Räuberin befreit sich und schlüpft hinein ins Volk. Die Wächterin hat es Nachsehen. Jetzt sind 3 Tage um, jetzt ist es Zeit, Milben zu zählen. Da haben wir sie. Varroa destructor. Schaut nicht gut aus bei dem Volk.
Ich habe jetzt bei 120 aufgehört zu zählen. Das heißt, über 40 Milben am Tag sind jetzt gefallen. Und ja, jetzt hilft nur noch eine Notfallmaßnahme. Jetzt kommt nur noch Ameisensäure in Frage. Aber um diese Jahreszeit ist es viel zu kalt und zu feucht. Jetzt brauche ich eine Heizung. Dann nehme ich eine Grabkerze. Und damit die Grabkerze von den Bienen nicht ausgepustet wird, muss da auf jeden Fall ein Gitter rein, damit die nicht hochkrabbeln können und die Kerze ausmachen. Ja, ob es das Volk geschafft hat, das sehe ich in ein paar Wochen. Bis dann, macht's es gut, tschüss.